Prost, Dennis. Oh, Prost. Ja, dann nimm du mein Glas und... Ding. Prost. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 302. Wir schreiben den 25.04.2017, befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Und heute ist der, habe ich eh schon gesagt, 25.04.2017. Ja. Yeah. Gut, heute mit... Dennis. Und Horst. Und mir. Und wir erwarten vielleicht noch später den Stefan. Dennis, was gibt's zu ankündigen? Worüber reden wir heute? Da fällt mir ein, wir wollten eigentlich gerade eben noch drüber reden, worüber wir heute reden wollen. Nein, du hast sicher vorbereitete Themen mitgebracht, wie ich dich kenne. Das ist das Schlimme. Nein, nicht wirklich. Dennis, ich bin enttäuscht. Ja, naja, wie immer halt. Du wolltest auf jeden Fall über das Buch reden. Ja, also ich habe weitergelesen und immer noch nicht ausgelesen The Origin of Political Order. Und sonst kann ich berichten, dass ich auf zwei Demonstrationen war. Ah, das ist doch super. Ja, okay. Ich habe mir mal ganz groß, weil ich es heute bei Heise gelesen habe, Tux aufgeschrieben. Tux, das Logo. Das Maskottchen. Hast du gelesen bei Heise, ja. Okay. Ja. Und hast du nicht irgendwas Neues auf deiner Nintendo Swift gemacht? Switch? Oder Switch? Oh, ich habe Zelda weitergespielt, aber ich bin immer noch in der Anfangswelt, weil ich nicht herausfinde, wie ich dorthin komme. Ich bin halt wirklich ziemlich langsam und schlecht. Und sonst keine besonderen Erlebnisse? Nein. Nichts Erwähnenswertes. Keine Vorladungen von der Staatsanwaltschaft diesmal? Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte nur eine Zeugenaussage bei der Polizei. Das nichts, ist ja jetzt nichts, schon nichts 2,5 Wochen. Okay. Nein, ja. Da werde ich wahrscheinlich auch nie was hören, weil es... Okay. Ja. Dann wird das ein eher kurzer Podcast, aber es gibt einiges... An Terminen. An Terminen, genau. Termine, wir haben Linux-Tag, der inkludiert einen Pi-Day, einen Python-Tag, Vienna. Und zwar ist das am... 4. bis 6. Mai 2017. Ja, und dazu gibt es etwas sehr Erfreuliches, nämlich man kann mich dort hören. Um 12 Uhr am Freitag, dem 5.5. spreche ich über Teaching Python to Children. Um wie viel Uhr? Am Freitag um 12 Uhr mittags. Ah, okay. Ja, gut, da könnte ich schon tatsächlich da sein. Ich hab mir schon freigenommen für die beiden Tage. Und ich habe, wenn er auch gerade nicht da ist, zumindest mitbekommen, also gelesen, dass Stefan über das Panoptikum auch reden wird. Ich glaube aber, er war am Donnerstag. Ich weiß es jetzt aber nicht. Aber es gibt ja jetzt schon bereits Kalender. Schedule, ja. Ferner diesen Freitag, das ist dann der 29. April, glaube ich, Entschuldigung, Samstag, 29. April, gibt es den Grazer Linux-Tag, den coolsten Linux-Tag von Österreich. Außerdem gibt es den Maker Day Vienna, bitte auf den Shownotes nachschauen, wann er genau ist, und dort habe ich auch als Spielenprogrammierer einen Tisch und freue mich über Besuch. Graz. Und dann kann ich noch ankündigen, diesen Donnerstag gibt es den Wiener Töchtertag und da wird mein Büro voll mit Töchtern sein. Und ja, werde ich dann nächsten Biertaucher Podcast davon berichten. Ja, Wien schickt alle eure Töchter zum Horst. Ja, ist schon zu spät, die haben sich anmelden müssen beim Töchtertag. Okay. Das wurde streng organisiert, weil ich habe gesagt, ich nehme maximal 8 Stück. 8 Mädchen meinst du nicht? Ja, also gleichzeitig in einem 2-Stunden-Slot. Also ich habe schon den Tag in so Slots eingeteilt. Ja, und wird lustig. Okay, dann hab ich etwas sehr Erfreuliches, nämlich wir haben Feedback bekommen. Und zwar vom Andreas aus Chemnitz. Und der Andreas aus Chemnitz schreibt uns, dass er uns regelmäßig hört, absichtlich in MP3 mit einem Podcatcher. Und was er am unnötigsten findet, sind verschieden laute Mikrofone. Was ich nicht ganz kapiere, weil wir nehmen ja meistens nur mit einem auf. Und selbst wenn man mit zwei aufnehmen, schneidet man nie und man de facto nehmen wir nur mit einem Wahrscheinlich auf. Wahrscheinlich möchte damit nur ausdrücken, dass wir alle gleich laut sein sollten. Also die unterschiedliche Lautstärke. Wir sollten das Mikrofon sind ja unterschiedlich weit weg. Ja, das war letztes Mal. Ja, das ist ein bekanntes Problem. Mir gefällt beim Biertaucher Podcast die Vielfalt der Teilnehmer. Besonders heute. Besonders heute, ja, so viel wird. Cool, ja. Und er benutzt die Shownotes vor der Sendung, um zu sehen, was kommt, aus reiner Neugier. Ich freue mich, dass die Shownotes benutzt werden. Das sage jetzt ich. Also. Und er hört den Podcast aus Deutschland, weil er ist aus Chemnitz und er ist nicht wirklich ein Nerd.
Und interessiert sich für folgendes Subthema, für so Subkulturen, Themenkreise, die im Biertaucher Podcast öfter besprochen werden sollten, fällt mir gerade nicht ein. Bin größtenteils zufrieden. Mhm. Feedback, wie wir es lieben. Was ich euch außerdem immer schon sagen wollte, er sagt XFCE. Okay. Das ist doch dieser Linux-Desktop ja. von Xubuntu, ne? Oh, ja, von Xubuntu ja. und... nur Xubuntu, ja. Okay. Aber man kann es auch mit Debian oder sonstigen haben. Wir nehmen es zur Kenntnis. XFCE. Ja. Wir sollten vielleicht mal uns vorbereiten und über XFCE reden. Oh, wir sollten uns einmal vorbereiten. Wir können das auch im Stegreif von mir aus jetzt machen. Nein. Okay, tja. Danke, Andreas aus Chemnitz. Sehr nettes Feedback. Bitte mehr davon. Okay. Ja, wenn er schon gesagt hat, stimmt, mir fällt auch ein, die Shownotes sind etwas, also bevor ich beim Biertaucher-Podcast das erste Mal dabei war, habe ich mich natürlich informieren wollen, was ist denn dieser Biertaucher-Podcast? Das heißt, du gehst nicht zu jedem beliebigen Podcast durch, ja, du schaust schon vorher, ja, genau, recherchierst richtig. Ein bisschen. Ja. Und was ist dir aufgefallen bei diesen Shownotes? Ich habe mir dann auch direkt gedacht, okay, ich lese mir jetzt die, die initialen Texte durch, die jeweils auf der Übersichtsseite für das Jahr sind. Ja, okay, also diese ganz kleine Übersicht, ja. ja. Und habe dann auch draufgeklickt und ja. Ich habe mir bei manchen gedacht, oh je, das ist ja überhaupt nicht nerdig, das ist ja nicht geekig, sondern das sind ja nur Veranstaltungen. Du warst ja zu allerwelts thematisch, oder? Das auch nicht, so lokal Kultur. Du warst ja zu regional, oder was? Okay, ich konnte ja. nicht direkt was mit anfangen, okay, weil wenn ich, hätte ich einen Podcast mit Nerd-Faktor gesucht. Mhm. Daher habe ich sozusagen etwas verpasst. Aber Sven Guckes hat mich ja hier mit hingeschleppt und ja. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig kapiere, du hast das gesehen, hast dann gedacht, na, und dann der Sven hat gesagt, doch, oder was? Ja, Sven hat mich sowieso dazu überredet, okay. mit zu kommen. Also. Sven kommt möglicherweise in diese Sendung, aber ziemlich sicher in die nächste. Mhm. Also wir erwarten Sven. Tja, dann hatte ich das Sven hierher geschleppt. Ja. Sehr das gut. war damals im alten AKH, wir haben uns aber auch schon vorher haben wir uns ja. nochmal heurig getroffen, nochmal, ja. ja. Cool. Und Eis gegessen. Und also dein Fazit von den Shownotes ist, dass sie dich eigentlich nicht motiviert haben, in den Podcast zu kommen. Ja, aber nur mich persönlich, weil meine Präferenz nicht dem entsprach, das war Kultur. Und seit ich hier sitze, interessieren mich die Kulturthemen nur. Gregor hat ja ziemlich viel über Kultur geredet. Ja. Ja. Das. Gut. Ja, bitte. Oder warte, nein, an weißen Spritzer, bitte. Und für mich ein Radler, bitte. Oh, lecker. Okay, warte, wir sind live auf Sendung. Was hast du gegessen, Dennis? Naturhühnerschnitzel mit Paprika, pikante Sauce. Ja, ich hoffe, das kam an. Also Hühnerschnitzel. Du hast das fotografiert, Natur, ne? Das werden wir in die Show stopfen. Und es war köstlich. Die geheime Mission des Biertaucher Podcasts ist, den Garib seine Zypresse in ein Inlokal zu verwandeln. Ja, dabei ist es schon Inlokal. Es ist nur so in, dass die meisten nicht reinkommt. Es fehlt zu ihm, ja. Genau, weil das hat er mir versprochen, der Garib, kann ich auch gleich live auf Sendung sagen. Wenn dann einmal eine ganz lange Schlange steht, die hinein möchten, ja, dann wir als Biertaucher kriegen dann trotzdem immer einen Tisch. Also er schmeißt dann halt den Bürgermeister raus und so. Naja, das ist nett, ja. Und darauf müssen wir hinarbeiten. Also es ist eine Reservierung sozusagen. Genau, ja. genau. Okay, Wobei, wenn Shownotes, Shownotes. Ja. Ich finde, wir sollten noch zu sagen, zu Shownotes, du übernimmst jetzt seit circa 3 Wochen die Tags. Eigentlich noch länger, schon länger, zwei Monate. Ja. 2 Monate jetzt schon. 2 Monate schon, okay. Ja, drei Monate. Okay. Und dadurch sollte jetzt langsam die Qualität der Shownotes steigen. Also wenn wir irgendwas falsch plappern in der Sendung, sollte das dann im Nachhinein korrigiert sein. Weil du ja zumindest die Text dann... Ja, das habe ich sowieso schon... Also falls Ihnen etwas beim Hören seltsam vorkommt, bitte einfach eine Woche später circa in den Shownotes nachschauen. Das sollte dann der korrekte Link drin stehen. Dazu habe ich auch direkt etwas. Und zwar habe ich letzte Woche über ein Spiel geredet, dessen Namen mir nicht eingefallen ist, weil ich es nicht mehr wusste. Ich hatte über einen SimCity-Klon... das so extrem ist, dass da auch Menschen sterben können, geredet. Okay. Das Spiel heißt Frostpunk. Okay. Und vom Standard wird es beschrieben als extreme SimCity mit Kannibalen. Okay. Also das klingt auf jeden Fall. Wird verlinkt in den Shownotes.
Das ist schon verlinkt ist schon in den verlinkt, Shownotes. Aber wird also noch einmal verlinkt, das schadet nie. Ja. Okay, was kann ich berichten? Ja, ich war ganz politisch aktiv. Ich war auf 2 Demonstrationen. Und zwar war ich einmal auf einer Solidaritätsdemonstration für Gay People in Tschetschenien. Mhm. Du warst in Tschetschenien? Nein, in Wien war ich. Ach so. Auf der Demo. Die Demo war als Solidarität für die Tschetschenen. Ja, das hat, glaube ich, geheißen Break the Silence oder Stop the Silence. Mhm. Bitte in den Shownotes nachlesen. Ich habe es auch fotografiert und war leider sehr überschaubar. Also, ich war nur bei der Abschlusskundgebung vor dem Parlament und da waren knapp 100 Leute, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Und aber die waren dafür sehr cool aufgemacht. Also es hat auch so typische schwulen Aktivisten gegeben in so Lederkluft mit so Lederkappeln und sehr viele Plakate von diesem tschetschenischen Statthalter Russlands. Also, und die haben ja derzeit extreme Verfolgung von Schwulen. Mhm. Total arg. Also sieht man oft. Und ja, und die Demo war halt eine Solidaritätsdemo dafür. Und hat auch waren auch ein paar Politiker dort, die gesprochen haben. Einfach, ich werde versuchen, das zu verlinken. Ja, aber ich habe von den Ankündigungen in Facebook und so habe ich mal erwartet, dass da viel mehr Leute hingehen. Mhm. Aber anscheinend interessiert das Thema recht wenige. Und einen Tag danach war eine größere Demo. Und zwar war das der Science Marsch. Der Marsch for Science oder Pro Science Marsch. Und das war, glaube ich, diesen Samstag. Und da waren gescheit Leute, also da waren mehrere tausend Leute, trotz bisschen regnerischem Wetter. Und das Coole war, diese Demo war nicht nur in Wien, sondern die fand weltweit gleichzeitig statt. Ah. Und hat sich vor allem gerichtet gegen so Fake News und Heruntermachung von Wissenschaft, speziell so. Durch Trump, durch die Trump-Administration. Und war auf Englisch, also ich habe sehr viel englischsprachige Leute dort gehört. Mhm. Und natürlich sehr gute Plakate, waren lauter Akademiker, die haben ihre Kreativität ausgetobt, viele Fotos gemacht, werde ich verlinken. Und ja, war nett, sind wir so durch die Innenstadt marschiert. Mhm. Und was ich mir schon ein bisschen gedacht habe, ist, okay, ich gehe da jetzt als Nicht-Akademiker und demonstriere im Endeffekt eigentlich um die Arbeitsplätze und den sozialen Status der akademischen Elite zu sichern. Ich würde mir schon wünschen, dass die ab und zu auch von den diversen Demos mitgehen, wo ich halt mit 3 anderen Leuten stehe. Das spielt halt nicht. Also so wichtig das Thema ist, man sieht schon, die Leute gehen immer dann demonstrieren, wenn das eigene Hemd brennt, ja. Aber nicht aus Solidarität halt. Ja, aber Akademiker, die sieht man den meisten Personen einfach gar nicht an. Ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kenne keinen Akademiker, wo ich sofort beim ersten Sehen gesagt hätte, das ist ein Akademiker. Nein, das nicht, aber du hast ja Plakate gesehen, was weiß ich, Uni so und so oder Department of Science, so und so. Achso, sie haben also tatsächlich zum Teil draufgeschrieben. Also, du hast es irgendwie mitgekriegt, ne? Ja. Mikrobiologen gegen Trump oder sowas. Ne? Also das hat man schon mitgekriegt. Und zum Teil, man hat auch gemerkt, dass die angereist sind, extra aus Steiermark oder so, für eben um hier zu demonstrieren und diese Art von Solidarität hast halt oft bei anderen gesellschaftspolitischen Themen, die vielleicht genauso wichtig sind, nicht. Aber ja. Das ist ein generelles Problem jetzt. Ne? Ja. Was mir gefallen hat, ist, ich habe dann ja auf Facebook gesehen, es gab dieselbe Demonstration in Berlin und in anderen Städten, also es war wirklich weltweit, und man dachte, das ist cool, das ist jetzt sowas wie durch das Internet eigentlich ein Erwachen der globalen Zivilgesellschaft, also dass an mehreren Orten gleichzeitig demonstriert wird, auf ein spezielles Thema hin. Man hat es früher schon auch gegeben, aber ja. Dass das halt gut vernetzt ist, und das hat mir schon getaugt, ne? Oder dass in Wien überhaupt auf eine Demo gehst und du hörst, und die Standardsprache im Demonstrationszug ist eigentlich eher Englisch. Und auch die Sprüche und so. Das habe ich cool gefunden. Ja, ist zu hoffen, dass es was nutzt. Ich habe die Vermutung, dass die Politiker versuchen, so viele kontroverse Themen jetzt an den Tag zu legen, so viel Mist zu bauen, dass die Leute müde werden vom Demonstrieren. Das geht eigentlich zurück auf Machiavelli, dass du eigentlich, der hat ja geschrieben, wenn du als Fürst an die Macht kommst, ne, musst du die schrecklichen Taten am Anfang machen. Ja. Weil da hast du noch das Power. Und das ist, glaube ich, auch von der Trump-Administration so ein Dogma, so viel machen, dass die Leute gar nicht nachkommen mit erschrocken sein. Und dass eine Sache schon voll sofort wieder überdeckt wird von der nächsten. War übrigens auch bei der blau-schwarzen Regierung so. Haben sie auch versucht, in den ersten 100 Tagen alles zu tun. Weil sie haben gewusst, sie bleiben nicht lange an der Macht. Ja. Und so schnell, so viel wie möglich. Bis zur nächsten Wahl muss es vergessen sein.
Ja, und auch weil die Zivilgesellschaft muss sich ja erst organisieren. Also der Widerstand braucht ja alles Zeit. Und wenn du den Regierungsapparat hast, kannst du natürlich von oben nach unten was durchdrucken. Mhm. Tja. Ja, man sollte eigentlich schon bereits kurz vor den Wahlen sich vorbereiten zu demonstrieren. Man weiß nicht, man weiß gar nicht, was, sagen wir mal prophylaktisch. Ja. Ja, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Prost, Dennis. Prost. Tschüss, gemacht. Du mit einem Glas, ich mit drei. Ja. Sonst kann ich bemerkenswert wenig berichten. Ich habe mir ein Humble Bundle gekauft über Python-Bücher elektronisch, aber ich habe noch keins davon gelesen, also ich kann eigentlich noch gar nichts davon berichten. Hast du irgendwelche Themen? Ja, also eigentlich sind mir, während wir geredet haben, noch andere Themen eingefallen. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Hast du was Selbsterlebtes oder was Selbstrecherchiertes? Hast du nicht an deiner Anlage herumgespielt? Oder? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt gerade beim Plattenspieler und habe herausgefunden, dass er tatsächlich einen Defekt hat, nachdem ich mir so eine Scheibe gebesorgt habe. Sprechen wir mal über das Thema Plattenspieler. Das fasziniert mich. Wirklich? Das ist eine absolute nochmal Retro-Technologie. Aber ja, Plattenspieler geht immer. Auf das Mal, ja, okay. Nur kurz. Hast du eine größere Schallplattensammlung? Nein, eigentlich eine sehr, sehr kleine. Okay. Aber die, die ich habe, die liebe ich. Also ich habe ein paar Platten, die habe ich auch digital auf CD. Oder hast du trotzdem auch als Platten? Aber ich habe sie auch als Platten, weil... Und wenn dich jetzt die Muse küsst und du möchtest Musik hören, greifst du dann zur Platte oder zur CD? Also wenn ich ganz bewusst Musik hören möchte, wenn ich es auf Platte habe, zur Platte. Mhm. Und dann weil das Ritual und das Erlebnis halt besser ist. Ja, auf jeden Fall. Und es hat einen etwas anderen Klang. Mhm. Man spürt es ein bisschen anders. Mhm. Und dieses leichte Knacksen ist mir tausendmal lieber als sowas wie Artefakte in MP3-Artefakt oder sowas. Und sag, wenn du eine Blindverhörung machst, also du weißt jetzt nicht, ob die Musik von Schallplatte ist oder von CD, weil du nicht hinschaust, ja? Ja. Traust du dir zu, dass du dann sagst, okay, das ist Schallplatte, okay, das ist CD? Solange es nicht eine ganz nickelnagelneue Schallplatte ist, ja. Hörst du es durch dieses Knacksgeräusch? Spätestens dann. Und kann man das nicht auf CD drauf tun, dieses Knacksgeräusch? Also könnte man dich da nicht reinlegen? Das wäre eine Idee, ja. Also nein, weil meine Anlage, was die digitalen Stücke anbelangt, auch so gut ist, dass sie der Schallplatte ebenwürdig ist. Aber es ist halt ein anderes Gefühl, wenn man erstmal die Schallplatte auflegt und sie dann auch dreht oder also wendet bzw. tauscht. Das ist zum Beispiel... Geht es auch um das Rituelle ein bisschen. Ja, genau. Also Mike Oldfield-Platten zum Beispiel sind auf Platten ausgelegt. Das ist auf der einen Seite ein Stück und auf der anderen Seite ein Stück und das war's. Mhm. Habe ich ja auch schon drüber geredet, über Omadon und Return to Omadon. Problematischer ist es dann zum Beispiel mit Massive Attack, Mezzanine. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich kenne das Album seit Ewigkeiten. Ich habe es auf CD und habe letztens die Schallplatte dazu gekauft und es sind zwei Schallplatten und es ist ziemlich blöd, die zu wechseln, weil es eben zwei Stück sind. Aber ja, das, solange es sozusagen nur einmal zum Wenden ist, ist das eigentlich ein so tolles Gefühl. Man sitzt vor der Anlage und hört, genießt es. Also es ist wirklich ein Genuss. Also, Musik, sich hinzusetzen und nur die Musik zu genießen und nicht einfach sich berieseln zu lassen. Ja, ja. Also du schätzt dieses analoge Plattenerlebnis. Ja, wobei ich sagen muss, digital funktioniert es bei mir genauso. Nur ist es nicht ganz so gemütlich, weil ich muss entweder einen Fernseher anmachen oder erst zum Rechner gehen und dort was einstellen. Da habe ich nicht so direkt das Gefühl, ich sitze dran und die Schallplatte ist dann etwas angenehmer. Ich habe noch über mein Buch zu reden, aber sonst habe ich jetzt keine Themen mehr. Ich hatte noch einen Tux. Dann sprich über Tux. Okay. Tux, ja. Heute bei Heise. Ja. Habe ich gelesen, Tux, also das Maskottchen von Linux, wird 21 Jahre alt. Mhm. Das wurde vor 21 Jahren entwickelt sozusagen von einem Entwickler von GIMP. Ich habe jetzt seinen... Auf heise.de einfach nachlesen. Ja, der Link kommt auch noch nach. Das Schöne ist ja, in dem Artikel sind ja auch Alternativvorschläge für ein Linux. Ach, das sind auch schon gelesen. Ja, präsentiert, ne? Ja. Und es ist amüsant, dass es eine demokratische Wahl gab. Ja. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, an die demokratische Wahl damals. Wobei, da muss man im Rahmen bleiben, das war ein Forum-Posting, ne?
die Wahl? Oder gab es da Wahlmechanismus? Es sind noch alle anderen Bilder auch vorhanden. Ja, aber wie war die Wahl? Man hat gepostet und dann es wurden gezählt die Replies auf das Posting. Ich weiß nicht mehr, ob es Mail war oder Newsgroup oder sowas. Sein, ja. Ja. Ja, Mailingliste. Ja, ich meine Mailingliste, weil damals wird ja immer noch verwendet. Mhm. Ja, und das wurde sozusagen überstimmt. Ja. Tux wurde es. Wobei dann ich habe mir jetzt diese Alternativvorschläge angeschaut, ich habe die durch die Bank sehr langweilig gefunden. Mhm. Kein einziges war, glaube ich, ein Tier. Und ich das richtig gehabt, es waren nur mehr so Schriftzüge mit halt so. Ja. Ja. Stimmt, ja, genau. Und halt so wie mit Word und diesen 3D-Fonts. Ja, so ein bisschen wie mit WordArt gemacht. Das war. Und der Tux schaut doch schon ein bisschen mehr Charakter. Ja. Aus, als hätte er einen Charakter. Das war ja auch mehr oder weniger ein Wunsch. Und zwar Linus Torvald war in Canberra im Zoo und wurde von einem Pinguin in den Finger gebissen. Ja. Ja. Aber was ich mich erinnern kann, das war nicht in dem Artikel, er wollte, oder ich glaube doch, vielleicht kommt das aus seinem Buch aus dem, oder was weiß ich, wo ich das habe. Das beim Logo extra eine Rolle gespielt hat. Er wollte ein Logo, das man dann zum Beispiel auch für ein Malprogramm oder für ein Schreibprogramm leicht adaptieren kann, also wo der Pinguin dann ein Schriftstück oder Noten in der Hand hält oder einen Pinsel. Ne? Also er wollte ein universell einsetzbares Logo und ich denke genau, das ist recht gut gelungen. Oh ja, das ich verwende ihn zum Beispiel als mein Firmenlogo, ne? Mit einem Joystick. Ja. Ja, das stimmt echt. Und das wäre bei diesen ganzen coolen Schriftzügen nicht möglich gewesen, nee. Also ich sehe nicht, wie das... Ja. Selbst A1, die ja im Prinzip was Ähnliches haben, das A hat verschiedene Motive, ist es schon ziemlich schwer und aufwendig. Im Prinzip ist es ein alphanumerisches Kürzel, was jetzt keinen besonderen Sinn macht. Und ein Pinguin, ich sehe das übrigens auch oft, also ich frage immer, wenn ich neue Kunden habe, die kommen zu einer Probestunde, frage ich mir die Eltern, ja, wie haben sie mich gefunden und so im Internet. Und die sagen dann meistens, ja, wir haben halt gegoogelt nach Programmierkurs. Und dann manchmal sagen sie auch, ohne dass ich das dazu sagen habe, ja, und sie waren mir gleich so sympathisch, weil sie haben diesen Pinguin im Logo. Also der Tux-Pinguin strahlt einfach so Sympathie aus. Ja, das war ja sogar Absicht. Ja, das ist so ein leicht lächelnder, etwas fülliger... Als hätte er gerade ein Joint oder ein Bier Hering gehabt. Ein Hering, das ist Absicht sogar. Jetzt hat er sich gerade voll gebannt. Ne? Ja, das ist wirklich sehr gut gelungen und es schaut auch sympathisch, gerade zufrieden aus. Ja, Was war dann nochmal? Ja, das Vorbild war ja so eine ein Knetpinguin. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ja, wie immer vergessen. Ich kann mich erinnern, bei Linux Voice oder so war dann mal so ein Wettbewerb. Ja, wollen Sie ein anderes Logo? Und ich habe das ein bisschen lächerlich gefunden, so als haha, wir haben keine Themen und machen eine Leserumfrage. Ja. Entschuldigung, das steht auch dem Torwald zu, sich das Logo auszusuchen und jetzt nicht. Oh, es ist Open Source, also nicht nur eher. Man kann ja jeder ein besseres annoncieren. Das Witzige ist ja, wofür Tux steht, und zwar Torvalds. Unix. Ja, Torvalds Unix. Und Torvalds inklusive. Falsch geschrieben. Ja, einfach auf den Heißartikel, den werden verlinken und ist recht gut zum Lesen. Interessant finde ich auch, Alan Cox hatte Das ist der Kernel-Entwickler, ne? Einer der beiden Kernel-Entwickler, auch einer der ganz großen. Mhm. Alan Cox wollte ein anderes Logo. Und zwar wollte er einen Pinguin, der gerade einen BSD-Teufel boxt. Ja, das steht im Artikel. Ja. Das wusste ich nämlich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Tja. Stell dir vor, wie aggressiv Linux jetzt rüberkommen würde. Ja, das ist... Wenn da immer ein boxender Pinguin wäre. Tja. Ja, Politik. Ich würde sagen, ich rede wieder mal von Origins of Political Power, aber ich habe es jetzt bald aus. Also das ist höchstwahrscheinlich schon die vorletzte Vorlesung. Und ja, ich kämpfe mich durch die letzten Seiten. Es ist nach wie vor gut, aber es ist halt auch viel drin. Also ich werde immer sehr schnell müde dann vom Lesen, aber es ist wirklich faszinierend. Und zwar macht der Autor jetzt, also er macht Folgendes. Er hat gewisse Thesen, die erläutert er dann an Fallbeispielen, macht so die typischen Fachbuch-Snide-Remarks über konkurrierende Fachbücher und Theorien, die natürlich alle nichts heißen. Und was er sehr nett ist, er geht dann immer vom Geschichtlichen, macht dann nur so in kleinen Sätzen so Reflexionen über gewisse Gemeinsamkeiten zur jetzigen Politik, in Südamerika oder China, das fasziniert mich sehr.
Und er tut dann am Ende jedes Kapitels noch einmal in mehreren Sätzen seine These noch einmal zusammenfassen. Also falls man es vergessen hat vom Anfang des Kapitels. Wie soll ich sagen, man spart sich das Zusammenfassungsschreiben. Man braucht einfach nur den letzten Satz in jedem Kapitel lesen. Und zwar bin ich jetzt in der Zeit vom Absolutismus, so 1600, 1700. Und da schreibt er halt, dass praktisch alle europäischen Staaten sozusagen eine Verfestigung der staatlichen Strukturen erlebt haben, also sind staatlicher geworden in Bezug, also die Wirtschaftsleistung hat sich erhöht, Steuer wurden besser eingetrieben, Armee wurde stärker, weil es auch oft nötig war, und es gab einen gewissen Tendenz hin zur Zentralisation, also es wurde eine Bürokratie, die dem Herrscherhaus auch dient, mit gut geschulten Bürokraten halt, die Universitätsausbildung hatten, das kam und hat man praktisch zumindest europaweit gesehen. Und dann beschreibt er halt, dass manche Dinge halt haben die Chinesen schon 2000 Jahre früher erfunden und andere Dinge nicht. Und da beschreibt er jetzt sehr interessant sowohl England als auch vier Beispiele, Gegenbeispiele, weil er sagt, es ist keineswegs zwangsläufig die Entwicklung, die in England durchgelaufen ist, nämlich also Stärkung des Parlaments, also sozusagen Limitierung der Macht vom König und dann im Schluss in Richtung Parlamentarismus und Demokratie. Er schreibt, dass das sozusagen ein Sonderfall ist und dass das auch sehr speziell mit der Geografie zu tun hat und keineswegs selbstverständlich und keine der einzelnen Faktoren an sich eine Entwicklung in diese Richtung erzwingen, sondern das kann auch anders gehen. Und da gibt es als Gegenbeispiel Frankreich und Spanien, das nennt er Weak Absolutismus. Da ist zwar der König formal sehr mächtig und die Armee formal sehr groß, aber intern, die Justiz ist zum Beispiel bis zum Schluss dezentralisiert, also es gibt keine zentrale Justiz, das gehört nach wie vor den Adeligen. Und die Adeligen haben auch ihre Rechte sehr gut verteidigen können gegen den König. Und alle waren sich dann wieder einig, dass die Bauern unterdrückt gehören. Also der König hat es auch nicht geschafft, seine Bauern oder den Bauernstand zu schützen gegen die Ausbeutung von den Adeligen. Also das hat auch nicht funktioniert. Das kann man übrigens den Graf von Monte Cristo eigentlich ganz gut nachlesen. Ja. Und ganz wichtig, es gibt eine gewisse Rule of Law Herrschaft, also die Könige haben natürlich immer wieder versucht, antike Rechte von Adeligen und auch von Bauern zu vermindern, und dadurch die Gesetze umzudrehen, aber sie haben sich zumindest bemüht, die Gesetze anzupassen. Sie sind einfach hergegangen und gesagt, ihr seid jetzt alle enteignet. Also der Schuss des Eigentums war schon damals in der frühen, also zwischen Mittelalter und Absolutismus schon stark genug. Und im Endeffekt waren diese Herrschersysteme dann auch wirtschaftlich nicht wirklich sehr stark. Also er beschreibt das in Frankreich, das halt wirtschaftlich extrem gehemmt war, speziell weil es dann auch auf die Hugenotten losgegangen sind, also versucht haben, eine monokatholische Religion durchzusetzen, das dann sehr viele wirtschaftlich erfolgreiche Leute vertrieben hat. Und es waren auch der Staat war nie so stark, wie er gern da hätte, und chronisch verschuldet, sowohl Spanien als auch das Ancien Regime in Frankreich. In Frankreich hat das dann im Endeffekt zur Revolution geführt, weil das halt schon nicht mehr reformierbar war. Mhm. Und in Spanien nicht zur Revolution, aber das hat das verkorkste System sozusagen, dass der Staat sich verschuldet, dass er Ämter verkauft und nicht mit fähigen Bürokraten besetzt und auch keine eigene unabhängige Bürokratiekaste hat, sondern nur diesen Patriotismus, also dass Ämter und Steuereinnahmen alles verkauft wird an den Meistbietenden, was auch die Autorität vom Staat wieder schwächt und den Staat dann insgesamt, weil das alles nicht alles ist. Und das eins zu eins nach Lateinamerika exportiert wurde, durch die Eroberung von Lateinamerika und zum Teil bis heute dort sehr viele Parallelen sind zu Spanien um 1600, 1700. Ja. Also dieselben Probleme, schwache Herrschaft des Rechts, starker Klientelismus, starke Großgrundbesitzer, die sich gut durchsetzen können gegen die Zentralgewalt, hast du alles in Lateinamerika bis zum heutigen Tag. Das war für mich sehr augenöffnend, ne? Das ist extrem cool. Ne? Und das ist auch schön, dass sich sozusagen eine politische Kultur sehr vererbt und sehr stark historisch bedingt ist. Ne? Und dann schreibt er halt, und auch wenn jetzt lateinamerikanische Staaten schaffen, sind in der Regel derzeit sehr gut Wahlen zu organisieren. Die Wahlen sind auch halbwegs sauber, aber sie ändern jetzt nicht sehr viel, weil zum Beispiel die Herrschaft des Rechts extrem lahm ist. Also das Recht dient hauptsächlich dazu, reiche Großgrundbesitzer
dem Interessen zu dienen und ist ein kleiner Bauer, hat sehr wenig Chance, dass das Recht für ihn wirkt. Also das, es geht immer, wer profitiert vom Recht, also von der Justiz. Ne? Und Korruption ist halt durch die Bank extrem hoch, was wieder das Image vom Staat sehr schwächt. Ne? Das ist ja gerade in Brasilien, okay, das ist überall, ganz Lateinamerika, jetzt zum Beispiel Venezuela. Ne? Stimmt, Überall hast du das. Das war für mich wow. Aber cool. Brasilien ist ja, glaube ich, sogar gegen den Präsidenten oder Präsidentin, ich weiß gar nicht, so derzeit sogar ein Verfahren am Laufen. Ja, überall gibt es das, in Brasilien auch. Ne? Aber das ist ich meine ja Brasilien. Und Brasilien ist ja gar nicht Spanisch, sondern Portugiesisch. Sorry, ja, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber Portugal erwähnt er jetzt gar nicht, aber ich nehme an, die waren nicht so viel anders. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, das ist ja eine Halbinsel. Und das Coole ist, dass aber sowohl Spanien hat ja praktisch ein Weltrecht gehabt und Frankreich galt auch lange als die militärisch stärkste Macht, aber war halt innen extrem sowohl politisch als auch wirtschaftlich schwach. Und England dann, ja auch. Naja, war wirtschaftlich, hat dann extrem aufgeholt, weil sie war zwar militärisch am Anfang schwächer, aber wirtschaftlich enorm stärker, aber viel früher industrialisiert und so. Ja, okay. Und auch die Wirtschaftsleistung pro Kopf, die Steuerleistung pro Kopf viel größer, da geht er dann drauf ein. Und was er schreibt halt, das ist halt sogenannte Whig History. Whig war eine von den zwei großen englischen Parlamentsparteien. Mhm. Ich glaube, die anderen waren die Royals. Also, und er schreibt halt, dass das keineswegs schlüssig ist, dass nur weil in England dieser Weg zu diesen Ergebnissen geführt hat, dass das das Grundmuster der Demokratie ist. Ne? Mhm. Und dann geht er extra nicht am Anfang auf England ein, sondern schreibt erst Gegenbeispiele. Eins ist eben diese Weak-Absolutismus von Spanien und Frankreich. Also die nach außen stark erscheinen, aber innerlich eigentlich sehr schwach und sehr unreformierbar sind und gekennzeichnet sind durch chronische Defizite, durch chronische Nichtdurchsetzbarkeit der Interessen der Zentralregierung gegen die Adeligen, die wiederum ihre Untertanen unterdrücken, also die Bauern. Also im Prinzip ein nach außen stark erscheinender Staat, der eigentlich innen sehr unreformierbar ist und sehr schwach. Und zum Beispiel eins war, die spanischen Konquistadoren haben Südamerika erobert und die spanische Krone hat eigentlich schon ein Interesse daran gehabt, dass die Ureinwohner dort geschützt sind und jetzt nicht komplett ausgebeutet werden. Und haben es auch immer wieder von Madrid aus irgendwelche Kontrolleure dorthin geschickt, aber die haben halt einfach gemeinsame Sache mit den Großgrundbesitzern gemacht und die Gegend dann entvölkert, ne, durch Sklavenarbeit. Also die Regierung war zu schwach, um da irgendwas durchzusetzen. Weshalb war denn die Regierung dagegen? Na, die war eigentlich eher an Steuerleistungen interessiert. Ne? Ach so, okay. Und diese Landadeligen und Großgrundbesitzer sind ja meistens dann automatisch auch steuerbefreit, das geht ja Hand in Hand. Und da hat jetzt die Regierung eigentlich nicht so ein Interesse. Das kommt dann so cool, dass zum Beispiel in modernen China sagt er, also China wird seit Ancient Times wird es nicht unbedingt von der Zentralregierung terrorisiert, sondern von den lokalen Bonzen und die pressen halt die Bauern aus. Ne? Und da ist dann, wenn eine Zentralregierung das schafft, dann sozusagen sich mit der Unterschicht zu verbünden gegen die Noblen, dann kann das durchaus gut werden. Also nennt das skandinavische Modell, aber dazu später mehr. Und jetzt ein Gegenbeispiel, und da geht er vor allem auf den Punkt ein, wenn die Zentralregierung begrenzt ist, wie das die Engländer geschafft haben, also wenn der König nicht mehr absolutistisch herrscht, sondern die Adeligen zumindest um Rat fragen muss und es ein Adelsparlament gibt, dann ist das ein Zeichen von Fortschritt. Und dann sagt er, das haben Polen und Ungarn geschafft. Die haben sehr starke Adelige gehabt, die sehr gut geschafft haben, ihre Könige schwach zu halten. Die Könige waren praktisch von denen gewählt und von denen auch abhängig, haben sie nicht viel erlauben können. Und das war sozusagen auch, es gab so goldene Bullen, also eine Art Verfassung akzeptieren müssen. Aber das hat dann im Endeffekt dazu geführt, die Adligen haben Interesse gehabt, ihre Bauern noch mehr auszubeuten und denen ihre traditionellen Rechte zu beschränken. Ja. Und im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass die militärisch untergegangen sind gegen starke ausländische Invasoren, wie zum Beispiel die Türken. Also die Türken haben angegriffen, nachdem die Adligen dort einen Bauernaufstand niedergeschlagen haben. Ne? Und das war natürlich. Und diese Adelsheere, die waren dadurch gekennzeichnet, dass die Adeligen meistens Justiz und auch Armee lokal gehabt haben. Also die waren autonom, gewirtschaftet und haben auch eigene Truppen gestellt und so. Und haben dann halt verschiedene Heerführer dann sozusagen sich getroffen für eine nationale Sache, jetzt sagen wir Verteidigung des Reiches, aber waren dann chronisch undiszipliniert und jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Also waren keine schlagkräftige Armee.
Und er schreibt halt da, obwohl also dieses sowohl Polen als auch Ungarn das sehr gut geschafft haben, die Zentralgewalt zu limitieren und praktisch eine Art Oligarchie oder Demokratie gehabt haben, zumindest von den Adeligen, hat das im Endeffekt nicht viel genutzt. Also es war kein moderner Staat daraus, sondern es war eigentlich der Keim des Untergangs dadurch gesägt. Ne? Und das Begrenzung der Zentralgewalt halt zweischneidig ist. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Und jetzt lese ich gerade von England, aber davor war noch ein Beispiel mit Russland. Und Russland hat sehr viel Gemeinsamkeiten mit China, witzigerweise in gewissen Perioden. Weil in China da war es so, also dass oft dann so, wenn eine Zentraldynastie gekommen ist, hat die dann alle Konkurrenten ausgerottet, und zwar die ganze Sippe, in die ganze Ahnenlinie. Ne? Das ist und sehr diktatorisch. Und in Russland auch, und da gibt es eine große Tradition, und zwar hängt das auch damit zusammen, was ich nicht gewusst habe, er schreibt dann vom Nowogrod, das war ein Handelszentrum, ich glaube in der Nähe von St. Petersburg, Leningrad. Die haben sogar demokratische Stadtverwaltung gehabt, in der frühen Neuzeit schon. Also wurde dann aber von Zar Ivan dem Schrecklichen demontiert. Okay. Und für heute ganz lustig, das habe ich auch nicht gewusst, das Kernland von Russland ist Kiew, nicht Moskau. Also das Kernland von Russland war Kiew. Also Kiew, wo es jetzt diesen Konflikt gibt mit der Ukraine, da kommt sozusagen der russische Stammherrschaft her, und die sind dann nach Moskau übersiedelt, weil Kiew von den Tataren, also von Mongolen-Stämmern total vernichtet wurde. Sind die nicht erst nach St. Petersburg? Weil St. Petersburg war ja ziemlich lange russisches... Nein, das war erst unter Zar Peter dem Großen, der hat das aufgebaut. Ach so, das war vorher gar nicht. Der hat das im Sumpf gebaut, später. Der ist noch später. Ah, okay. Da geht es schon um 1500 irgendwas. Und also ich erzähle das jetzt sehr grob wieder, nicht ganz genau. Ja. Aber auf jeden Fall haben die Mongolen, glaube ich, Russland erobert. Mhm. Und die, das nennt er Predatory, also Tribal Society, die waren also Steppenreitervölker. Und die nennt er Predatory Government, also die haben wirklich auf Ausbeutung, wie das jetzt in irgendwelchen afrikanischen Bananenrepubliken ist. Da ging es nur darum, die sind hinkommen, haben das militärisch erobert, und er schreibt, und sie haben auch ganze Städte vernichtet, nur um einen Punkt zu, also to make a point, also um halt zu demonstrieren, wenn sie nicht zahlst, radieren wir die Stadt aus, also keinen Wert gelegt auf das Wohl der Untertanen. Und die waren eigentlich rein auf Expansion ausgelegt. Und die haben dann witzigerweise örtliche, lokale Steuerverwalter gebraucht, die halt das Land auspressen, und das war dann die russische Elite. Also die haben eine sehr lange Tradition, dass sie eigentlich nur dazu da sind, das Volk auszupressen. Ja. Ne? Und nachher gab es dann, wie die Tataren dann weg waren, hat sich das natürlich ein bisschen gemildert. Es gab auch dann relativ starke Adelige, die dann halt alle Posten unter sich aufgeteilt haben. Und weil es in Russland so furchtbar viel Land gibt, haben diese Adeligen alle ein enorm großes Interesse gehabt, praktisch wie in den Südstaaten in Amerika eine Art Sklavensystem aufzubauen, dass Bauern nicht frei sich bewegen dürfen. Okay. Weil das Land so riesig ist und keine Hindernisse sind, dass du es durchwandern kannst, hätten die jetzt sehr leicht wegwandern können und sind auch gewandert zu diesen Kosakengebieten im Süden und an diese Grenzen. Ne? Und deshalb gab es in Russland, also hat keiner von den Adligen Interesse gehabt, dass es in Russland freie Städte gibt, wie im Mittelalter in Europa, die übrigens wieder von den Königen protegiert waren, weil die damit die Adeligen ärgern konnten. Also wenn Stadtluftmarkt frei ist, gab ja dieses, dass ein entwischter Leibeigener hat sich nur ein Jahr lang in einer Stadt aufhalten müssen, die das eine freie Stadt war, und dann war er selber frei und konnte auch nicht mehr von dem Feudalherren zurückgefordert werden. Ne? Und diese Freiheit wurde gezielt von den Königen in Europa auch gefordert, weil es damit ihre Konkurrenten, die Adeligen, in Schach halten konnten und denen sozusagen die Ressourcen wegnehmen konnten. Ja, sich gegenseitig Konkurrenz machen mussten. Nein, für einen König war das lustig, dass er die Städte frei hält. Ja, und die auch fördert und denen Privilegien gibt, dass sie die entlaufenen Leibeigenen nicht zurückgeben müssen, weil dadurch seine Konkurrenz, nämlich die Adeligen, die ihn gegen ihn integrieren können, ständig einen Verlust an Leibeigenen haben, an Arbeitskräften und dadurch nicht zu mächtig werden können. Also, und das, die Leibeigenen waren dann anschließend keine Leibeigenen mehr. Genau, die waren dann frei und hat es freie Städte gegeben und das war in Europa eigentlich, hast du relativ gut entwischen können als Leibeigener. Ja. Also in Mitteleuropa, Mittler, in deutsche... Ja, es war eigentlich in den ganzen... Ja.
Ja, und in Russland hat es das alles eben nicht gegeben, sondern die herrschende Klasse, also die Adeligen, haben dort ein sehr großes Interesse gehabt, dass die Bauern unterdrückt wurden und alle ihre Freiheiten, die am Anfang recht groß waren, systematisch immer mehr reduziert. Am Schluss haben sie nur noch an einem Tag im Jahr das Grundstück verlassen dürfen. Das war eben so ein Tag des heiligen Georg und das wurde dann auch noch gekappt. Ja. Okay, und was sie dann gekriegt haben, ist Ivan der Schreckliche, das war 15 irgendwas, glaube ich. Und der hat ein totales Terrorregime errichtet und wirklich auch ganze Adelsgeschlechter ausgelöscht. Und so eine Art Geheimpolizei mit Spitzel und so, weil er halt ständig auch paranoid war gegen Verschwörung. Mhm. Und da schreibt er halt auch, dass Stalin halt sich auch auf dieses Modell bezogen können hat, weil eben Herrschaft des Rechts überhaupt nicht vorhanden war, schon durch die Mongolenherrschaft. Ja. Und also keine Tradition, dass eine Herrschaft durch Recht legitimiert ist, sondern immer nur durch Gewalt und durch militärische Stärke. Und da gab es halt dann dieses Instrument der Herrschaft, dass du mit deinen Adeligen total machen kannst, was du willst, und die haben wieder die Bauern total unterdrückt. Ja. Ja, also eigentlich eine ziemlich düstere Dystopie. Und da schreibt er aber, dass das keineswegs im russischen Nationalcharakter sozusagen drinnen ist, dass die unfähig sind zur Demokratie, sondern er zählt halt auch Beispiele auf, wie dieses Novgorod, die eine demokratische Stadtverwaltung gehabt haben und damit auch gut gefahren sind, aber halt militärisch dann erobert wurden. Ja. Oder eben, ja, und dadurch wurde das halt dann vernichtet. Ja, und er schreibt auch, dass die Duma, also dieses russische Parlament, wurde erst nach dem japanisch-russischen Krieg, ich glaube, das war Anfang 1900 irgendwas, noch vor dem Ersten Weltkrieg, da wurde die erst eingerichtet. Also wirklich, es gab auch von den Adeligen sozusagen keine Tradition eines Parlaments, aber es gab sehr wohl die Tradition, dass sie sozusagen Interesse gehabt haben, die Bauern zu unterdrücken. Und also Peter der Große hat dann auch versucht zu reformieren, der hat St. Petersburg gegründet, aber halt auch, sobald er dann gestorben ist, ist diese ganzen Reformansätze, die er gemacht hat, wieder zerfallen und Ämter wurden halt dann wieder von Adeligen untereinander ausgeschnappt und die haben sozusagen hinter den Kulissen bestimmt, was der Staat macht. Und da sagt er, das gibt es halt Parallelen zu Russland heute, wo es zwar Wahlen gibt, die aber nichts bewirken, sondern die seine undurchsichtige Schichte von reichen Familien schnappt sich das aus und hält die Fäden in der Hand. Und hat gedacht, ziemlich cool, ja. Ja. Jetzt lese ich halt gerade über England, das ist es. Ja. Aber er gibt sozusagen Gegenbeispiele von Weak-Absolutismus und totaler Terrorstaat wie in Russland halt und Polen, also wo es eigentlich Instrumente einer Demokratie gibt, die aber es halt dem Staat eher schaden als nutzen. Ja. Tja, also es bleibt spannend und ich werde weiter berichten. Ja. Origin of Political Order. Ja. Tech kann ich einfach von letzter Woche. Dann funktioniert es auch mit der Cloud. Mit der Tech-Cloud. Ja. Jo, hast du noch was? Ich hatte eigentlich letzte Woche noch etwas, was mir dann wieder nicht eingefallen ist, aber naja. Ein nettes Spiel. Ein nettes Spiel. Ja, ich spiele halt. Was denn? Sprich, ich war noch im Kino. Ah. Hast du was Nettes gesehen, oder? Ich war nicht im Kino, nee. Hast du gefernschaut, oder? Filme habe ich schöner geschaut. Gelebt. Ein paar gute Filme habe ich eigentlich geschaut, fällt mir gerade ein. Wollte ich auch. Stimmt, ich vergesse das immer, ich schaue so viele Filme. Ich habe Dr. Strange geschaut. Dr. Strange? Strange, ja. Marvel-Verfilmung. Okay. Ja, genau. Das war das im Kino, oder? Nein, auf Blu-ray, zu Hause, alleine. Okay. Dr. Strange. Dr. Strange, ja. Okay. Ich wollte damals eigentlich ins Kino gehen. Ja. Gesundheit. Weil ich halt gehört habe, der Film soll gut sein. Rezension. Ja, super. Ja. Und dann hast du ihn nicht erwischt und jetzt auf DVD nachgeguckt. Ja, ich habe mir den angeschaut und das ist schon gewaltig cool irgendwie gemacht. Ja. Hast du den Comic gekannt? Oder? Nein, ich lese kaum, also Comics habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. Du hast keine Podcasts, und auch kein liest nicht. Ja, besonders habe ich nie DC oder Marvel gelesen und Doctor Strange gehört zum Marvel-Universum. Mhm. Die meisten Marvel-Filme wie Avengers und so weiter interessieren mich nicht die Bohne. Habe ich gar nicht geschaut. Außer vielleicht den ersten. Im Gegensatz zu Iron Man, die habe ich alle gesehen. Die fand ich auch gut. Und auch Guardians of the Galaxy. Aber bei Doctor Strange wusste ich von vornherein, diese B-Marvel-Verfilmungen, das sind die wirklichen guten Filme. Mhm.
Und deswegen habe ich mir Doctor Strange angeschaut. Also es geht darum, der Typ ist Doktor, ein begnadeter Doktor, und hat jetzt hat einen Autounfall und verliert dabei jegliche Fähigkeit, mit seinen Händen zu arbeiten. Daher muss er seinen Job an den Nagel hängen. Und ja, damit möchte er sich nicht abfinden. Und er ist gelähmt auf den Händen, oder? Ja, nicht direkt gelähmt, aber er kann, die motorischen Fähigkeiten sind stark eingeschränkt und vernarbt, die Hände. Ja, also daraufhin versucht er halt mit experimentellen chirurgischen Dingen, die andere dann für ihn durchführen müssen, an seinen Händen, dann wieder zu alter Stärke zu gelangen, aber seine Hände, es funktioniert nicht. Dann bekommt er mit, dass da irgendwo in, ich weiß nicht, in Indien oder sowas, eine Organisation sein soll, wo einer tatsächlich wieder gelernt hat zu laufen. Und er weiß nicht wie. Er trifft den Typen und dann kommt raus, er hat sogar diesen potenziellen Patienten abgelehnt, gesagt, nein, operiert er nicht, versucht er es gar nicht. Und er reist dann dorthin und stellt dann fest, was die einsetzen, ist sowas wie Magie vielleicht. Ja. Das Ganze spielt in der Jetztzeit oder in den 50er Jahren? Oder? Nee, in der Jetztzeit. Es ist in diesem Marvel-Universum, das spielt ja im Prinzip jetzt alles. Und das eben auch. Und sind dann so coole Cross-References zu den Guardians of the Galaxy oder irgendwelchen anderen Marvel-Helden kommen die dann als sehr, sehr geringfügig. Es wird mal die Avengers erwähnt und auch die Infinity-Steine. Also man lebt im Marvel-Universum, wo halt Superhelden existieren. Ja, allerdings kommt kein einziger Superheld sonst vor, außer er und ein paar ganz wenige, die aus seinem Universum, aus seiner kleinen Welt stammen. Die Avengers kommen überhaupt nicht vor. Also, ja, ich finde das auch eher so auf lustig oder für Kinder oder ernst oder brutal oder bunt. Es ist ein erwachsener, eine erwachsene Comic-Verfilmung mit doch deutlichen Humoreinschlägen, die dem Film wirklich gut tun. So wie Guardians of the Galaxy. Ja, das auch diesen, lustig, ja. Ja, das ist ganz extrem. Jetzt übrigens am Donnerstag kommt der zweite Teil raus. Und der ist, aber Doctor Strange ist nicht ganz so extrem. Dafür gibt es halt interessante CGI-Effekte. Also CGI-Effekte ist ja so künstlerisch, künstlich, und das fällt meistens auf. Ich kann mir nicht vorstellen, was man diesen Film ohne CGI hätte drehen können, und daher geht das in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob der noch in, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren dann noch so modern aussieht. Aber dir hat das gefallen, höre ich heraus, der Dr. Strange. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Thematik war recht interessant und die Geschichte dahinter und auch die Fähigkeiten, das ist mal was etwas anderes. Also sie konnten mit der Zeit, mit Raum über mehrere Dimensionen hinweg... Kann er im Prinzip, also er konnte die Zeit auf jeden Fall manipulieren. Er konnte sie und was ist jetzt seine übersinnliche Fähigkeit, außer dass er seine Hände nicht gescheit benutzen kann? Dass er Magie durch. Also er ist ein Magier. Im Prinzip ja. Okay. Also er, mit den Händen kann er dann bestimmte Dinge erreichen. Und er hat dann auch einen Mantel, einen Umhang, der dann ein paar interessante Fähigkeiten hat. Die alle auf Magie basieren. Gibt es eine sehenswerte Hauptdarstellerin oder eine nette Liebesgeschichte? Oder nicht von dem Schauspielerischen kann ich zumindest sagen, recht gut. Also schauspielerisch sind ja Marvel nicht unbedingt die Besten, aber derzeit besser als DC, finde ich. Aber dort kommen wirklich interessante Charaktere vor. Mads Mikkelsen spielt mit. Nicht gerade seine Bravourleistung, also... Aber ich meine, kämpft er dann gegen irgendwelche Superschurken oder... Gegen Mads Mikkelsen. Okay, er ist der Superschurke. Okay. Aber ja, es gibt noch einen zweiten, den ich jetzt nicht verrate, aber der kommt direkt in der ersten Szene überhaupt vor. Alles klar. Ja, und interessant ist halt seine Lehrmeisterin, die hat einen recht interessanten Humor. Also da kommen auch solche Gags, das ist im Trailer, daher spoilere ich überhaupt nichts. Eine Motte fliegt hier gerade rum. Die kam von draußen rein. Mangels Superheldenfähigkeit. Ja, es ist hier drin Licht und draußen ist dunkel, da kommen die rein. Horst versus Motte.
ja, jedenfalls die Lehrmeister, also überhaupt der Humor ist, kommt auch im Trailer vor. Er bekommt einen Zettel mit einem Wort in die Hand. Mhm. Was ist das? Ist das jetzt mein Mantra? Nein, das ist das WLAN-Passwort. Ah, okay. Das ist, also es gibt, ja, spielt in der Jetztzeit, also WLAN spielt eine Rolle. Das kommt nur mal vor. Ja. Das kommt auch im Trailer vor und ja. Also jeden, der beim Trailer gedacht hat, ja, sieht ja ganz interessant aus, empfehle ich den Film nachzuholen. Er ist so gut wie der Trailer. Der was? Er wie ist der Trailer? So gut wie der Trailer. Also ja, doch, wirklich. Okay, ja. Also der hat mir wirklich gut gefallen. An ein paar Stellen hat man halt nicht mehr mitkommen können, da hilft. Weil es ist so ähnlich wie in den 50er Jahren hat man ja, oder in den 60er Jahren und auch für auch wahrscheinlich in den 70er Jahren, hat man bestimmte Dinge versucht irgendwie darzustellen und konnte es nicht wirklich. Und das sind dann wirklich interessante Dinge, die dann davor kommen in diesen Filmen. Und dieser Film im Prinzip ist wieder so. Mhm. Es ist sozusagen ein Aufbruch in etwas, was man bis dahin noch nicht wirklich verstanden hat, was es eben physikalisch nicht gibt und wo man auch kein Wissen drüber hat und was weiß nicht, wie man es darstellen soll. So fühlt sich dieser Film an. Und das ist irgendwie interessant. Verstehe. Also in Zukunft wird der Film nicht mehr gut sein. Also okay, so man soll jetzt schnell sehen, solange er noch gut ist. Solange ist er wirklich super. Okay. Ja. Weil du von Trailern redest, ich möchte hier, das habe ich zwar schon mal erwähnt, aber möchte hier nochmal erwähnen, History Film Buffs. Das ist ein YouTube-Kanal mit so einer Zeichentrickfigur und der ist halt so Historik-Freak und redet dann über bekannte Kinofilme. Und was da halt jetzt historisch korrekt und historisch inakkurat war. Ja. Und das Nette ist, auch wenn du den Film nicht gesehen hast, weil der arbeitet nur mit Filmzitaten und der Sprecher ist eine Zeichentrickfigur. Ja. Und das ist aber sehr lieb gemacht, weil er sich wirklich auf bei jeder Szene dann halt eingeht, ja, das und Wahlfreiheit des Regisseurs und ab und zu ärgert er sich halt auch, wenn sehr grober Unfug getrieben wird. Ja. Und manchmal lobt er auch und dann sagt er, ja, okay, das war jetzt nicht korrekt, aber das ist halt nicht anders zu machen bei seiner großen Produktion, aber sie haben sich sehr bemüht. Und ich habe mir angeschaut, History Film Buffs über Dance with the Wolves. Das habe ich damals im Kino gesehen, mit Kevin Costner, so ein Indianerfilm. Und da waren jetzt urviele Sachen halt, die ich nicht gewusst habe über den Film und habe durch den History Film Buffs erfahren, zum Beispiel, dass da wirklich die letzte Sprecherin von so einem Comanchen-Dialekt in dem Film auch original spricht, also dass das sozusagen ein zeithistorisches Dokument ist, weil das der einzige Hollywood-Film ist, wo dieser Dialekt wirklich auch zu hören ist. Ah, und so ganz coole Sachen. Ja. Mhm. Und ja, der arbeitet halt rein mit Trailern und in Amerika sind sie recht lässig mit dem Zitat. Also du kannst einen Original-Clip verwenden, solange das als Zitat gilt. Und der macht halt nur Zitate, ja. Und du hast dadurch sein History-Filmbuff dauert vielleicht maximal 10 Minuten, ne? Aber du hast dadurch immer einen 10-Minuten-Trailer, was ja recht lang ist für einen Trailer, und siehst dadurch ziemlich viele Szenen von einem Film und hast dann eine recht gute Ahnung, ob du den Film sehen willst oder nicht. Speziell, weil du halt sehr viel Mehrwert erfasst über den Film. Ne? Ja, das ist recht zum Remix, glaube ich, fällt das auch drunter. Ja, ja. Und ja, es ist, ja, ich weiß nicht, praktisch. In Europa könnte das aber durchaus auch wegen den Zitaten Das könnte funktionieren, aber die machen es halt. Also speziell, wenn man jetzt nicht die Zeit hat und auch nicht unbedingt die Lust, sich einen Film anzuschauen, aber man hat so eine Bildungslücke, man hat den nie gesehen, ist das nett, weil da erfasst viel drüber und durch die vielen Originalausschnitte hast du dann auch eine ziemlich gute Idee, wie der gelaufen ist, also zumindest ob du den sehen willst oder nicht. Aber ich kann etwas Selbsterlebtes berichten. Ich war im Kino und habe mir angeguckt The Founder. Ah, okay. Und zwar ist das über den Gründer von McDonald's. Founder. Und tja, was soll ich sagen? Das ist. Wie hat der Michael Keaton gefallen? Sehr gut gemacht, ja. Also ich war jetzt kein so riesen Fan von dem bis jetzt, aber ich finde, er hat den sehr überzeugend gespielt. Und ganz am Schluss von dem Film sieht man eine Originalaufnahme in Schwarz-Weiß von dem Typen, um den es geht, also um diesen McDonald-Gründer. Und der schaut. Weil eigentlich die beiden anderen die Gründer sind. Ja, also von dem, der es groß gemacht hat sozusagen. Ja, der profitiert hat. Und der schaut dem jetzt nicht ähnlich, dem Michael Keaton, aber er tut, er redet so der und von dem, was ich bis jetzt gelesen habe über den Film, bringt er auch ganz gut die Kernaussage her. Also es zeigt halt das Leben, wird so als Analogie auf Trumps Amerika gesehen, aber du siehst einfach einen Handelsvertreter, der am Anfang ein ziemlicher Loser ist, also der Michael Keaton, der fährt halt so in den Amerika der 50er Jahre herum
und versucht, irgendwelche Küchenzubehör an so Autobahnrestaurants zu verkaufen und ist halt ein eher erfolgloser Vertreter und dann kriegt er einmal eine Bestellung von Salesman, ja, und hat aber immer diese Ego-Gehirnwäsche-Schallplatten oder so, wo du kannst es schaffen. Mhm. Persistence ist der Key. Schallplatten? Ja, er hat wirklich so eine Schallplatte mit so Selbst... Im Auto? Ja, die hört er dann im Hotelzimmer mit so Selbstbeweihrauchungssprüchen, dass er es halt schaffen kann. Das wenn du nur glaubst. Damals. Ja, ja, das gab es schon damals. Ja. Und er glaubt halt dran. Und dann kriegt er halt einen Auftrag von einem über 8 Küchenmaschinen gleich, so Mixmaschinen, und schaut sich dann halt das Lokal an, dass denen so gut geht, dass sie gleich 8 von diesen Maschinen kaufen. Und das ist dann halt das Original McDonald von 2 Brüdern. Mhm. Und einer ist ein sehr cooler Spieler, nämlich das ist, ich glaube, Nickelmann, richtiger Name fällt mir jetzt nicht ein, aber der hat bei Parks and Recreation mitgespielt und wird in den Shownotes verlinkt. Sehr cooler Schauspieler, der. Ja, okay, ich habe nie was von dem Namen. Schau dir Parks and Recreation an, das ist eine lustige Serie und da hat er eine Hauptrolle. Also, allein der macht schon, ich glaube Nick Offerman, der macht schon wert, das Ganze zu schauen. Ja. In der Rolle ist er zwar nicht sehr lustig, aber er hat also eine enorme Präsenz und spielt gut. Und und die Brüder sind halt so liebenswert und glauben halt an das, erfinden halt dieses Konzept, dass die Küche ganz schnell ist und dass du wirklich nicht lange warten musst und dass sie nur das verkaufen, was sich auch verkauft, nämlich Burger und Softdrinks und Pommes frites. Ja. Keine unnötigen Sachen. Und ja, und sie erfinden praktisch dieses Schnellrestaurant, wo halt jeder Arbeitsschritt durchoptimiert ist und jeder Burger gleich hergestellt wird. Und dieser Handelsvertreter, der kommt dann und steigt dann halt bei denen ein, macht mit denen einen Vertrag, dass er als Franchise-Nehmer das halt exportieren darf, weil er das kennt. Und man sieht dann halt, sehr bald schon gehen ihm die Brüder höllisch auf den Nerv, weil die haben sich halt im Vertrag ausbedungen, dass alle, sie haben gesagt, sie haben sogar schon mal Franchise-Unternehmern versucht zu machen. Das Problem ist halt die Quality-Control. Also sobald sie jetzt jemanden nicht dahinter sein können, was der genau macht, macht er halt irgendeinen Blödsinn und arbeitet schlampig. Und das sieht man auch im Film, da kommt er dann mal ein Restaurant kontrollieren und da liegen halt überall am Boden die Papieren herum und uns wird was anderes verkauft und die Burger haben nicht die Qualität und so. Das haut halt nicht hin, ne? Und der schafft es aber, also der, ja, und die Brüder handeln sich aus, okay, also sie kriegen einen Anteil vom Gewinn von ihrem Restaurant und jede Änderung, die das Restaurant betrifft, muss von ihnen abgesegnet werden und daran scheitert es natürlich sehr bald. Also der hat dann natürlich eigene Ideen und eins, was in dem Film dann halt symbolisch dargestellt wird, er hat dann so reiche Geschäftspartner, einem spannt er dann auch gleich die Frau aus und die hat dann die Idee, dass man statt Milkshakes aus Milch kann man die halt aus Instantpulver machen, weil das viel billiger ist, also praktisch ein Milkshake ohne Sparung. Milch. Ja, ja. Also. Und das versucht er den Brüdern dann halt zu erklären und die wollen das aber nicht. Ne? Die sagen, ein Milkshake muss Milch drinnen sein. Und in den Schlusstiteln steht dann halt, dass McDonald's so und so viele Jahre halt Milkshakes ohne Milch verkauft hat und dann irgendwann saß dann sogar wieder zurückgegangen. Okay. Und ja, er bootet diese Brüder dann aus, also ziemlich gemein eigentlich, und nimmt sich halt alles, bootet seine Geschäftspartner aus, lässt sie von seiner Frau scheiden, spannt dem einen Geschäftspartner noch die Frau aus und so. Also er ist halt kein angenehmer Zeitgenosse. Ne? Ja. Und dafür macht er halt seinen Weg und macht das weltweit. Und der Schlüsselsatz ist, glaube ich, da regen sich die Brüder halt auf, dass er schon wieder sie nicht ernst nimmt und dass das gegen ihren Vertrag verstoßt. Und dann sagt er, look, contracts are like hearts, they mean to be broken. Und dann sagen sie, ja, wir werden dich verklagen. Und er sagt, ja, das kannst du probieren, aber du bist lokal und ich bin inzwischen national und ich werde bald international sein. Also verklagt es mich halt, ihr habt trotzdem keine Chance. Ne? Ja. Und am Schluss legt er sie nochmal rein. Also er kauft sie dann auf, sogar ihren Namen und treibt sie eigentlich auch in die Pleite. Und ja, ist halt kein netter Mensch. Also ich möchte nicht mit ihm verheiratet sein, aber halt erfolgreich, ne? Auf seine Art. Und das wird recht gut dargestellt im Film. Mhm. Ja, also mir hat der sehr gefallen. Es ist kein Happy-Peppy-Film, aber es ist insofern interessant, weil ja jeder schon mal in McDonald's war und was eigentlich dahinter steckt und wie diese Idee entstanden ist. Ja, und ich finde es auch nett ich bin ja selber selbstständiger Geschäftsmann, habe mit Geschäftstypen halt zu tun und da gibt es eben diese Blender und guten Verkäufer, manche, die halt lieber eine gute Idee haben und sich dann nicht am Markt durchsetzen. Das ist ja eine coole Frage, die eigentlich jeden beschäftigt. Warum setzen sich manche Sachen nicht durch, obwohl sie technisch brillant sind? Und hängt das mit Persönlichkeit so dann auf? Und der beantwortet das halt ziemlich eindeutig. Also du musst Arschloch sein und dann hast du auch Erfolg, ne? Bei
im Geschäft und bei Frauen. Ja, aber ein Arschloch allein reicht auch nicht aus. Und das andere ist, manche sind keine Arschlöcher und waren auch erfolgreich. Ja, ja, aber der, das ist halt ein Beispiel, das ja. eindeutig... Tja. Muss ein Schwein sein in dieser Welt. Ja. Andererseits stehen noch, also der Kevin, Kevin Spacey ist oder? Nein, Michael Keaton. Michael Keaton, ja. Wird auch, er spielt den auch gut, ne? Also der Mann ist ja, auch getrieben ja. von sein. Der lebt halt sehr lange eine Durststrecke mhm. und hat einen miesen Job und glaubt immer an den großen Traum. Und ja. es wird dann angedeutet, dass er schon mehrmals halt irgendwas versucht hat, was nicht funktioniert hat und so. Mhm. Und endlich hat er dann halt den Erfolg, ne? Und dann ja. lässt er den auch nicht los und lässt sich da auch nicht reinpfuschen von denen mhm. in moralischen Skrupeln und so, ne? Man muss auch hinzufügen, dass das eigentlich auch wieder ja. eine kleine Analogie zu Michael Keaton prinzipiell ist. Ja. Weil wer den überhaupt nicht kennt, der hat in den ersten beiden Batman-Filmen von Tim Burton mitgespielt. Mhm. Und zwar den Batman. Mhm. War anschließend eher unten durch. Der war bis auf Jackie Brown. Jackie Brown hat er mitgespielt. Der ja. hat so einen Polizeioffizier gespielt. So ein Kommissar. Ja, richtig, ja, genau, ja. richtig. Ich habe nämlich letztens den mir angeschaut. Das hätte, ja. Stimmt, da wollte ich letzte Woche sogar drüber ja. reden. Okay, lasse ich jetzt weg. Dann anschließend weiterhin Durchstrecke, ja. wirklich keine guten Filme dabei. Oh, ja. Oscar weit von entfernt. Ja, ja. Also einfach Pech gehabt in seiner Karriere. Ja, ganz schlecht eigentlich. Und dann... Entschuldigung, ich trinke gerade einen Radler und muss die ganze Zeit Bäuerchen machen. Und dann kommt Birdman. Mhm. Und Birdman war ja so... Birdman hat er mitgespielt? Ja, ist die Hauptrolle. Oh, okay. Und dieser Film ist im Prinzip gleichzeitig eine Biografie von ihm selbst, könnte man schon fast sagen. Eine fantasievolle Biografie. Und das war im Prinzip wieder sein zweiter Durchbruch. Okay, ja. Sein richtiger Durchbruch. Und man muss sagen, in Jackie Brown konnte man seine schauspielerischen Leistungen schon bereits sehr gut sehen. Er spielt verschiedene Personen, aber am besten ist er halt natürlich in solchen Sachen... Und The Founder und Jackie Brown spielt da fast dasselbe, aber in Birdman was vollkommen anderes. Okay. Er ist ein guter Schauspieler. Ja, nein, nein. Und, ist auch, ich nenne es auch ein Kunststück, dass du jemand, der unsympathisch ist, so spielst, dass du dem trotzdem also Empathie entgegenbringst. Ja. Ne? Weil, ja. ja, das ist wirklich eine Kunst. Ja. Das hat er auch, ja. Also, es gibt Schauspieler und es gibt Leute, die nur sich selbst spielen. Tja. Ich bin damit ausgequasselt. Wie geht's dir? Ich schon lang. Schon lange ausgequasselt. Dann würde ich sagen, machen wir nächsten Dienstag weiter. Ich würde sagen, weil wir vom Wetter noch immer nicht genau wissen, wie also es am Abend ich sein wird. Ich war heute im alten AKH. Super war es dort. Geht's schon? Ja, oh mein Gott, es war dort viel wärmer als hier. Allerdings merke ich jetzt gerade, dass es ein bisschen fröstelt. Okay. Dort könnte es vielleicht auch ein bisschen frisch sein. Ich würde sagen, machen wir mal sicherheitshalber, weil auch der Sven vielleicht kommt nächstes Mal wieder in der Zypresse. Würde ich auch sagen. Bevor wir beschließen, dann ist eh schon Mai, dann können wir beschließen. Das Witzige ist nämlich, ich bin gerade aus dem alten Acker hingefahren. Also nächsten Dienstag, wenn Sie dabei sein wollen, Sie hören ja, wir sind diesmal nur zu zweit, wir brauchen wieder dringend Verstärkung. Ja, 19.30 Uhr, Zypresse, Westbahnstraße 35a. Schönen Abend noch. Okay, bis denne. Tschüss.